So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht es noch 40 Sekunden, dann ist es soweit. Ich wollte erst nochmal Danke sagen. Ich kann immer wieder nur Danke sagen, wie heftig ihr inzwischen supportet. Die Streams liked und hat man nicht gesehen. Erstmal danke auch für Moonlight nochmal für die 2 Euro. Simon supportet, also die Geschenke. Ihr seid einfach krank. Also ich kann es einfach nur sagen. Hier allein schon von Simon wieder hier den Pastella-Skin, dann schwere Schritte. Wenn ich dann hier hinten sehe, auch geschenkt bekommen. Kaching, flott unterwegs. Also ich kann euch immer wieder nur danken und immer wieder nur sagen, geile Community. Und jetzt wird der Shop aktualisiert in 2, 1 und was kriegen wir? Oha. Oha. Eieieiei. Was ist das? Ach, das ist ein Skin mit 4 Varianten. LOL. Ha, das ist ja nice. Das ist wirklich nice. In allen 4 Varianten. Ich wollte erst sagen Tick, Trick und Track, aber sind ja 4. Das ist mal ein geiler Shop. Also was heißt geiler Shop? Der Skin ist nice. Der Skin ist definitiv nice. Also Zambal, Grüße gehen raus. Wenn du irgendwie, oder Raptor, einer von euch beiden. Ihr wollt euch immer gegenseitig überbieten. Den Skin hätte ich gerne. Aber gucken, was sonst noch so drin ist. Aber der ist wirklich nice. Für 800 V-Bucks. Ich glaube, an diesem Ostersonntag werden wir ganz viele Solo-Games machen, bis ich zum Verrecken an irgendein Mitglied den Skin raushauen kann. Also wartet noch nur damit, wenn ihr euch den kauft. Lol, der ist mal wirklich nice. Was haben wir hier noch? Hoppel. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das denn? Oha. Ein Schokoladenhäschen. Ah ja. Das ist mal ein Vieh. Lol, hauen direkt 2 Skins an einem Tag raus. Ja, das ist mal krank. Aber ich sag ganz ehrlich, nicht wegen dem Preis oder so, aber wenn ich die 2 Skins jetzt vergleiche, definitiv einen von denen. Also was ist ein den? Weil es kann ja nicht einer von denen, sondern ne, dann feiere ich lieber hier die Enten. Ist zwar nicht schlecht, aber ich würde trotzdem die Enten bevorzugen. So, dann gucken wir direkt mal weiter und kurze Bitte an euch. Ihr seht es, unterstütze einen Creator. Es wäre echt nett, wenn ihr mich wieder supporten würdet. Ich weiß, ich habe lange keine Shop-Videos mehr gemacht, keine Aufgaben hochgeladen, aber ich habe mich dazu entschlossen, halt doch wieder für euch da ein bisschen was zu machen. Gern meinen Creator-Code eintragen, weil damit lässt sich natürlich auch einiges finanzieren. Gerade was jetzt die Skin-Verlosungen betrifft. Einfach yt-familyhack. Ich kann da einfach nur Danke sagen, die ihn jetzt schon wieder in den letzten paar Tagen eingetragen haben. Man merkt schon, ich habe wieder mehr Gas gegeben und man merkt direkt, die Unterstützung ist direkt wieder da, auch von neuen Leuten. Alte Hasen von euch können ihn gerne auch eintragen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Was haben wir noch drin? Einmal heftiger Hieb. Warum sind denn meine Effekte immer so leise? Was ist denn da los? Oder höre nur ich das so leise? Ich hab, warte mal, ich mach die Musik mal leiser. Ich höre die Effekte irgendwie voll leise. Ich mach das Ganze mal so, dass ihr wirklich mal was hört von den Effekten. Ah gut, ist aber auch nichts Besonderes. Dann haben wir Stachel wieder drin. Einmal die Modelle durchgehen, aber ihr wisst ja, Tarnungen. Am Anfang, wo ich angefangen habe, wirklich mit Fortnite und YouTube, da fand ich die Tarnung noch nice, aber inzwischen denke ich mir, ja, ja, ist halt eine Tarnung, ne? So, was haben wir noch drin? Genau, Zuki. Den Skin feiere ich auch noch. Also der Skin ist immer noch nice. Aber 1200 V-Bucks, ja, muss man halt selber entscheiden. Aber das wäre halt auch so ein Skin, der gefällt mir schon immer. Also da macht ihr definitiv nichts falsch. Auch mit dem Rückenaccessoire. Für mich immer noch eine 1 Plus mit Sternchen. Aber ich habe schon mal gesagt, man kann sich nicht jeden Skin kaufen. So, was haben wir hier noch Schönes? Die Kupferwespe. Da muss ich wieder sagen, Skin ist okay, aber naja. Aber mit dem Rückenaccessoire geht's, aber mit dem natürlich auch.
ist schon auch ein Brett irgendwo, aber ich finde, da gibt es dort wiederum bessere Skins. So, dann haben wir hier schon wieder alles durch. Dann die Polarpatrouille ist wieder da. Das Monster. Ich glaube, gefühlt ist das wirklich der breiteste Skin, den wir haben. Also, ich glaube, wir haben keinen Brutus, ist zwar auch ziemlich breit, aber ich würde echt behaupten, das hier ist definitiv der breiteste. So, natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Das Schild ist auch nice. Also, das Schild ist, das hat was. Aber ob das Schild bei anderen Skins so gut passt, ja, ich weiß nicht. So, was haben wir noch drin? Kommando ist wieder drin. Ja, gut. Ja, ist halt, ja. Season 1, was soll man da sagen? 0815 Skin ist halt einfach so. Dann haben wir noch eine neue Lackierung, nämlich schokoladig. Ja, ist okay. Aber jetzt nicht gerade so der Burner, würde ich behaupten. Dann haben wir aber die Fischzapfen wieder drin. Ach, jetzt funktioniert es richtig. Einmal Werkzeugeffekt. Ja, ist nice. Vom Ton her schön batschig, matschig, aber trotzdem keine Pickaxe, die man kaufen muss. Wenn einem natürlich die Polarpatrouille gefällt, dann ist natürlich nice, aber sonst. Und dann Ragequit, auch schon geschenkt bekommen. Danke nochmal dafür. Ich sage, was die kleinen Emotes betrifft, da kann ich wirklich nur sagen, danke, dass ihr mir die immer wieder kauft. Aber mein Skin, so langsam fängt der Mann mir doch zu gefallen. Ich sag ja, ich habe immer irgendwas für den Skin genommen. Und auch irgendwie freundet man sich doch mit dem Skin an. Und dann haben wir die schönen Träumerfüße drin. Bam, bam, bam. Dö, 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 dö. Ah ja. So schlimm finde ich den Skin gar nicht mehr. Dö, 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 dö. So, und das war es eigentlich schon mit dem normalen Shop. Dann haben wir natürlich die Ostersachen noch drin. Oha. Wie groß ist denn der Shop? Oha. Da, ich habe gesagt, Ostern kommt was. Die Stella ist jetzt wieder drin. Auch 800 V-Bucks Skin. Dann Langohr ist noch drin. Da haben wir ja gesagt, die schwarze Variante. Immer krieg ich hier erst das Ei angezeigt. Ich sage ja, die schwarze Variante gefällt mir da immer noch am besten. Dann haben wir natürlich davon noch die weibliche Variante, aber erstmal die Pickaxe. Aber die können wir ganz groß in die Tonne werfen, würde ich behaupten. Und dann haben wir noch die weibliche Variante. Oh, ich krieg mal nicht direkt das Ei angezeigt. Ja, da muss man sich halt selber entscheiden, ob das einem gefällt oder nicht. Wir haben im Stream schon drüber geredet, ist halt wirklich reine Geschmackssache. Also, ja, in Weiß. Die meisten spielen komischerweise doch in Weiß. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, die dunkle Variante. So, und dann haben wir Fensterhase wieder drin. Auch gestern schon. Ich sage, die dunkle Seite ist mit uns. Ist das eine sadistische Ader, wenn einem immer so Skins gefallen? Dann haben wir noch, ja, die passende Pickaxe dazu. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, die finde ich echt nice. Die hat irgendwie was. Ist halt ein bisschen so wie die Sense, aber nicht vom Ton. So, dann haben wir Pastella drin. Wie gesagt, danke nochmal an Simon. Und des Weiteren die tolle Pickaxe. Ja, für 500 V-Bucks. Ja, aber ist so ein Just for Fun Ding, sage ich jetzt mal. Wenn man sich an Ostern irgendwas gönnen will, was Fortnite betrifft, ja, kann man machen, aber da gibt es eigentlich noch bessere Sachen. So, dann geht der Shop immer noch weiter. Dann kommt Hopper. Der Hopper. Als Schokoladenkopf. Ah ja. Aber so ist Hopper in Ordnung. Aber so, naja. Naja, braucht man nicht unbedingt. So, was haben wir hier noch? Teil eines Sets. Warum steht hier eigentlich Teil eines Sets? Aus welchem Set? Wir haben noch gar kein Set. Ganz komisch. Oder da kommt noch was morgen. Bunte Brechstange. Die ist eigentlich nice. Ist halt wie die normale Brechstange, dann Häschen hüpf. So, dann gehüpft wie gesprungen. Ich feiere das eben dem Mozu.
So, dann haben wir noch Pastelldruck. Ja, ist halt eine Tarnung, ne? Haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Ist jetzt in meinen Augen halt nichts Besonderes mehr. Dann haben wir noch eine Lackierung. Also jetzt wollen Sie es heute aber wissen mit Lackierung. Und ich würde sagen, das hier ist ein Riesenshop. Also der ist mal richtig riesig. Wie viele Skins sind das? Aber die ganze Deadpool-Geschichte ist damit wohl erstmal vom Tisch. Ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Aber das mit dem Set. Seltsam. So, wie gesagt, das war's halt erstmal mit dem Shop. Hier vergesst nicht, gerne meinen Creator-Code eintragen, Like nicht vergessen. Und dann würde man sagen, gehen wir ganz schnell rüber zu Rette die Welt. Da bin ich hoffentlich jetzt schneller als mein PC. Einfach in Google. Blablabla. Wie Bugs Missionen. Zack, zack, zack. Ganz schnell gucken. Bitte mal V-Bucks, wenigstens an Oster. Nix. An Ostern nicht ein V-Buck. In den letzten 7 Tagen 40 V-Bucks. Was ist denn da los bei Fortnite? Also da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Also da hätten sie wenigstens heute ein bisschen was machen können. Es ist Ostern. Ein bisschen an V-Bucks-Missionen, dass die Leute was zu tun haben. Nein, haben wir keinen Bock drauf. Community, was Fortnite, ach was, Rettet die Welt betrifft, noch nicht mal kostenlose Lamas. Oh Mann, zwar zwei Upgrade-Lamas, ja, ist okay. Super Nahkampf, ja, braucht auch kein Mensch. Hat sich im Shop irgendwas getan? Nein, auch nicht. Ein bisschen schade. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich glaube, morgen früh gibt es erstmal Rette die Welt. Ja, da müssen wir ein bisschen V-Bucks-Aufgaben wegmachen. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Shop. Und jetzt kommt der Test. Wer jetzt noch da ist, schreibt bitte 1986 in seinen Kommentar rein. Ich will nur mal wissen, wer bis zum Ende da geblieben ist. In dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Tag, guten Morgen oder bis gleich im Stream, je nachdem, wann ihr das Video seht und haut rein.